Guten Tag. Verstoßen nach. Wer bist du? Ach, auch egal, soweit ich das sehe, gehörst du zu den Lebenden. Rein mit dir, bevor die Imperialen dich entdecken. Der See wimmelt nur so von Untoten. Bei den Göttern, wenn das nicht wahr ist, wir versuchen immer wieder, ein neues Versteck zu finden, aber bei den verstärkten Patrouillen und den Gesundheitsproblemen der Seherin zerrinnt uns jede Gelegenheit in den Fingern. Warum verstecken sich die Vengari hier? Es ist leicht, sich hier zu verstecken. So einfach ist das. Oder das war es. Das Projekt des Imperiums in Tedima im Auge zu behalten, war wertvoll, aber verdammt nochmal, die werden uns hier in Kürze finden. Genug geplaudert, rein mit dir, bevor sie dich entdecken. Danke, das werde ich. Hä? Irgendwie bin ich schon im Lager gelandet, habe ich das Gefühl. Das hat es mir nur schon hier so einen leichten Verdacht gegeben. Sieh her, Wache. Du, brauchst du etwas? Ich suche jemanden, der einen Mann namens Alric finden kann. Dazu wirst du die Seherin brauchen. Du findest sie etwas weiter hinten in unserem Lager. Was brauchst du sonst noch? Was kannst du mir über die Seherin sagen? Du musst bei den Verstoßenen neu sein. Sie ist unsere Anführerin hier. Bevor sie zurückgetreten ist, hat sie alle Verstoßenen angeführt. Natürlich bedeutet der Rücktritt nur, dass sie sich auf die Lage hier konzentriert, wo die Schlacht am heftigsten tobt. Warum sind die Verstoßenen hier? Wenn du den See meinst, es ist einfach, sich zu verstecken und umzuziehen, wenn es nötig wird. Normalerweise, in letzter Zeit, haben wir hier immer mehr Imperiale herumgeschnüffelt, als mir lieb ist. Wenn du die Region meinst, wir sind hier genau zwischen Velren und Tetima, was bedeutet, dass alle Lebenden, die von den untoten Bastarden gefangen werden, an einem der beiden Orden gebracht werden. Wir haben mehr Lebende befreit, als wir zählen können, aber wir haben beinahe genauso viele verloren. Besser im Kampf gegen die Untoten zu sterben, als einer von ihnen zu werden, sage ich immer. Oder noch schlimmer, für ihre Experimente ausgeweitet zu werden. Danke für deine Hilfe. Lasse. Die Seherin. Verstoßenen Seherin. Ich habe dich erwartet, Reisender. Dich und dein Epoch. Ich bin eine Seherin. Ich bewahre Informationen aus alter Zeit auf. Du warst da, als alles seinen Lauf nahm. Aber jetzt bist du hier. Nicht nur mit einem Splitter, sondern mit der vollständigen Epoch. Mein Volk verlor damals die Hoffnung. Deine Anwesenheit ist entweder ein Segen oder eine Vorwarnung für das Kommende. Ihr habt so lange gewartet? Mein Volk nannte man einst die Hüter. Die ersten, die zusahen, als Ethera die Epoch in drei Splitter zerbrochen hat. Einer versteckt in einem Tempel, einer, der durch Wissen verteidigt werden sollte und einer, der durch Geheimnisse behütet wurde. Wir haben sie nach Kräften beschützt, dass du angeleitet wurdest, sie nach all dieser Zeit zusammenzufügen. Vielleicht passt es da, dass ich die Letzte bin. Ich muss Alric finden. Ah, stimmt. Ich erkenne, dass der Junge auf diesen Ring abgefärbt hat. Sag mir, wenn du bereit bist, dann können wir mit dem Ritual beginnen. Ich bin bereit. Die alte Frau beginnt mit einem Gesang. Der Ring schwebt über ihren Handflächen. Ich kann ihn beinahe sehen, irgendwo im Dunkeln. Aus der Ferne sind Schreie und Kampfgetümmel zu hören.
Sie haben uns entdeckt. Erledigt sie schnell, während ich das Ritual zu Ende führe. Verteidigt die Seherin. May Terra smile upon you. I cannot do that. Alter, mein Mana ist einfach viel zu wenig. Cannot do that. Alter. Schön war's, ja. Aber ich habe viel zu wenig Mana. Welcome, Traveler. Du bist ein fähiger Kämpfer. Jetzt ergibt alles Sinn. Was ich gesehen habe, ist gut für Alric. Ich habe Knochenwände und aberwitzige Käfige aus Metall und Grausamkeit gesehen, doch alles andere war nur die weitläufige Dunkelheit des Meeres. Ich hatte schon Gerüchte über Admiral Harton vernommen, einem der Diener des Imperators, der ein Kriegsschiff bauen lässt. Alric ist ein Gefangener darauf. Es ist allerdings noch nicht zu spät, das Schiff liegt noch im Hafen. Vielen Dank für deine Hilfe. May Terra smile on you. Ja, versuchen wir. Und alle hier sind tot, ne? I am not a man of many pockets. Okay, dann gehen wir. I'm not a man of many pockets. Haben wir irgendwas, was jetzt Magier betrifft? Ich sage mal nein. Yes. Ich würde gerne verkaufen. Und dann mal schauen, ob wir noch ein bisschen aufwerten können. Schmiede, Schmiede, Schmiedelein. Ich würde gerne 35 für Mana. I cannot wear this. So, jetzt hat er minus ein Schmiedepotenzial. Lebensbedeutung. Lebensregeneration 41, 32. Okay. Was haben wir da? Körperlicher Schaden, Gesundheit 40. Nope. Na komm, machen wir Blitzwiderstand. Das wäre T2. Einfrieren, Kälteschaden, Feuerbeständigkeit, nekrotischer Widerstand.
würde ich noch machen. I cannot wear this. Ja, das habe ich gerade gemerkt. Lebensregeneration auf T3. Rüstung, Mana. Das würde ich so gerne. Schmiedepotenzial. Blitzwiderstand. Können wir aktuell eine Regeneration? Können wir Giftresistenz auch Blitzschaden? Einfrierenraten-Multiplikator, ja, wieso nicht? Dann ist der Multiplikator noch ein wenig erhöht. Einfach mal ein wenig draufgeballert. Aber wirklich gut finde ich es jetzt irgendwie nicht. Und wenn ich sage, ich finde es nicht gut, kommt natürlich... okay. Chance von 30% auf Entzünden, Unterkühlen, Elektrifizieren, Blutung, Verlangsamung, Vergiftung. 13% erhöhte Nahkampfang. Boah, der wäre jetzt halt... Der ist gottjämmerlich scheiße eigentlich. Ich möchte schauen, wie wir das... Aber ich kann ja eigentlich so machen. Was kann der? Würfelt die Ränge. Boah, ich würde halt natürlich gerne Schaden. Prefix, Cast-Geschwindigkeit. Dann würde ich Blitz... Weil der macht ja auch Blitz. Modifiziert das Ergebnis einer Herstellung bei der Verbesserung eines Affix. Tauscht das verbesserte Affix gegen ein zufälliges anderes, das auf diesem Gegenstandstyp erscheinen kann. Es kann kein Präfix in einen Suffix verwandelt oder umgekehrt. Glyphe der Hoffnung. Modifiziert das Ergebnis einer Herstellung von verleiht ihr eine Chance von 25%. Miedepotenzial. Einzigartige Gegenstände können nicht geschmiedet werden. Ah, Mist. Ich muss mal schauen, wie der sich verhält. Yes. Mal einkaufen. Ich brauche für hier was. 70 Rüstung. Kalter Widerstand, Blitzwiderstand. 70 Rüstung, das sind... Be well.
Yes. Was? Be well. Yes. Alter. Und jetzt brauche ich noch irgendwas für die Nebenhand. Und das hat er natürlich nicht. Eine Stärke, das brauche ich nicht. 42 Rüstung. Das Mana. Ich brauche halt Mana. Aber Rüstung ist halt geil. Ach, weg mit dem. Und beim anderen warte ich noch. Da möchte ich zuerst ein wenig schauen, wie sich der Löffel verhält. Aber einfach so eine Suppenkelle. Und jetzt müssen wir irgendwo weiter nach oben. Das hätten wir. Ja, aber das mit dem Mana, das ist echt eine Katastrophe. Ich brauche auf allem irgendwie Mana. Es zeigt mir immer irgendwie nach da oben. Aber da komme ich nur hier hin. Ah, geht's hier dort hinten weiter vielleicht? Bei der Seherin? Aber glaube ich auch nicht. Das ist doof. Seit wann habe ich einen Totenschädel? Da war alles. I cannot do that.
Und jetzt kommt da nochmals die ganze Angriffsbrigade. Natürlich. Das finde ich. Yeah. Es ist geil, aber es hat so ganz klitzekleine Sachen. Wahrscheinlich sind viele der Tester halt wirklich so Path of Exile und Hardcore Diablo Spieler gewesen. Und jetzt kommen halt so Kleinigkeiten zum Vorschein. Weil eigentlich soll nicht nochmal so ein Kampf geretriggert werden. Aber hier ist nichts. Dort oben komme ich ja nur dorthin. Ich gehe mal jetzt unten entlang. Ich gehe mal unten entlang und schau mal dort. Sieht es jetzt weniger danach aus. Sehr schön, die sind weg. Jetzt sind wir beim Riss. Also dort, wo wir vorhin weggegangen sind. Dort unten haben wir das Lager. Glaub, ich muss mich doch mal umskillen. Weil irgendwie passt es jetzt doch nicht mehr ganz so sehr. Es ist gerade so eine Gratwanderung zwischen es passt und es passt nicht, aber ich habe zu wenig Mana. Die Ruinen von Etel. Das ist auch nicht der richtige Ort. Aber er müsste oben rechts sein. Dann müsste es ja theoretisch doch noch weitergehen. Das ist seltsam. Wie groß ist denn bitte die Karte? Riesig, wie es aussieht.
Freut mich ja, kann man schön schnitzeln. Aber es fehlt halt wie etwas. Reise nach Tittim im Westen. Und wenn wir oben sind, werden wir nach Osten. Kehr zur Ansel. Genau, das wäre hier. Außer West und Ost ist wieder mal vertauscht. Gut, im Süden wäre die Sonne, dann würde es ja noch stimmen. Dann würden wir hier rüber nach Westen gehen. Theoretisch gesehen. Aber hier ist zu. Hier gibt's auch nichts. Aktuell. Da meinte ich, hätte ich jetzt nur noch ist einfach. Geht's hier oben noch weiter? Ja, sieht danach aus. Schlafen gelegt. Ich muss mir irgendwas Besseres überlegen. Es ist nicht schlecht, was ich habe, aber es dürfte definitiv Besseres geben. Es dürfte wahrscheinlich viel Besseres geben, von der Skillung her. Haben wir noch das Gold mit. Jetzt müsste irgendwo hier... A man of many pockets. Jo, das sehen wir. Jetzt noch die weg. Ah, jetzt noch wieder hinschauen, was ich mache. Heute bin ich irgendwie so zur Hälfte mit dem Kopf irgendwie nebendran vorbei. Gut.